Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Auf Regional. Ich war in Niederkomm zu Besuch und ich habe ein paar sehr interessante Sehenswürdigkeiten entdeckt. Zunächst kurz etwas über Niederkomm selbst. Der Ort gehört der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen an und hat ca. 330 Einwohner. Urkundlich wurde der Ort erstmals im Jahre 1368 erwähnt. Er hatte eine besondere Bindung an das Kloster Kumpt. Dies war ein im Jahre 1183 von Eberhard von Kumpt gegründetes Kloster im heutigen Ortsteil Kloster, der heutigen Gemeinde Kloster Kumpt. Beide Orte liegen rund 2,4 Kilometer voneinander entfernt. Um den Ort selbst gab es einst mächtig Streit. Die Grafschaft Sponheim und die Pfalzgrafen hatten 1368 eine regelrechte Fehde um den Ort. Beide Parteien streiteten sich darum, zu wem dieser Ort nun gehöre. Nach heftigem Rechtsstreit musste der Graf von Sponheim dann letztendlich die pfalzgräfliche Landeshoheit im Ort anerkennen. 1410, also vor 613 Jahren, gehörte der Ort Niederkumpt dann zum Herzogtum Simmern. Dann wurde der Ort wieder Eigentum des Pfalzgrafen beim Rhein. Wie so viele Orte wurde Niederkommt durch die Besetzung des linken Rheinufers im Jahre 1794 französisch. Bald darauf, im Jahre 1815, wurde er dem Königreich Preußen zugesprochen. Seit dem Jahre 1946 ist Niederkommt ein Teil des Landes Rheinland-Pfalz. Nun aber zum Besuch im Ort. Der Ort an sich liegt selbst wie für den Hunsrück üblich tief in der Natur. Super ruhig, super schön gelegen. Mit angrenzenden Wäldern und einer einfachen, aber schönen Landstraße, die durch den alterhaltenen Ortskern durchführt. Es gibt eine super schöne und ganz alte evangelische Kapelle. Diese wurde im Jahre 1811 nach einem Brand neu aufgebaut. Zusätzlich zur Kapelle wurde das Kirchen- und Schulhaus durch Gemeindemitglieder wieder aufgebaut und ineinander integriert. Auch gibt es eine historische Wassermühle aus dem Jahre 1847. Ganz schön lange her. Und diese ist dennoch nach wie vor voll und ganz funktionsfähig. Obwohl das Mühlenhaus so alt ist, sieht es immer noch total gepflegt und super aus. Eine spannende Sache. Darüber hinaus gibt es auch das alte Backes. Dabei handelt es sich um einen ungefähr 200 Jahre alten eingeschossigen Putzbau und war bzw. ist ein Backhaus. Sicher diente dieses Häuschen nicht nur dazu, gemeinsam als Dorfgemeinschaft Brot zu backen. Sicherlich war es auch ein Ort des Teilens, des Redens und des Heiterseins. Eine echte Abwechslung zum sonst harten Dorfleben und sicher immer wieder eine großartige Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus gibt es auch den ebenso alten Brunnen direkt neben dem Backes. Und zwar aus dem Jahre 1887. Wahnsinn! Dabei handelt es sich um ein reliefiertes Brunnenbecken aus Gusseisen mit einer Gusseisenpumpe, hergestellt in der Stromberger Neuhütte. Man sieht die filigran gearbeiteten Konturen und die Feinheiten. Echte Handwerkskunst und mich hat es echt gefreut, das mal live zu sehen. Der Ort Niederkumpt ist wirklich schön. Toll gelegen, echt schöne Häuser und eine ganz alte Geschichte. Mir hat der Besuch sehr gefallen. In der Beschreibung findet ihr auch die Homepage des Ortes. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich würde mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Vielen Dank!